Hallo und herzlich willkommen zu Folge 165 meines Podcasts rund um die Themen Häkeln und Stricken und meine Strickschule hier in Wiesbaden. Ich bin Kiko und heute ist der 5. Dezember 2022. Heute habe ich zwei relativ alte Sachen an und dieser Loop oder Rundschal oder wie auch immer, den hat meine ehemalige Kollegin bei Wolle Rödel entworfen, sich ausgedacht, wie auch immer. Und zwar hat sie einfach ein Baby-Alpaka-Garn, was für Nadel 3 bis 4 empfohlen war, genommen, hat ungefähr 100 Maschen angeschlagen und hat dann mit einer 7 oder 8er Nadel, also ganz, ganz, ganz locker gestrickt und das einfach gerade hoch und fertig. Und das fand ich total toll. Achso, übrigens, einfach gerade hoch, das ist nämlich kein Möbius, auch wenn das hier vorne jetzt so aussieht. Ich habe das einfach auf beiden Seiten so gedreht und dann kann man das so tragen. Aber wenn ich das jetzt zurückdrehe, dann sieht man, es ist tatsächlich einfach nur ganz gerade hochgestrickt, so ein Loop, der weit genug ist, dass man ihn doppelt um Kopf machen kann, der weit genug ist, um über die Schultern zu gehen. Schwarz ist super schlicht, ihrer war, glaube ich, nicht schwarz. Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall wollte ich gerne einen schwarzen haben, aber ich wollte das natürlich nicht stricken, also habe ich meine Schwester gefragt und die hat es damals für mich gestrickt. Und unser üblicher Deal ist, ich schlage die Maschen an, gebe ihr das Projekt, sie strickt es mir hoch, gibt es mir wieder und ich kette dann ab. Und als es ans Abketten ging, habe ich gedacht, ach, ich mag es ja immer gern, wenn an so einer Kante von einem Schal oder von einem Tuch Perlen drin sind. Und dann habe ich einfach beim Abketten auf jede Masche eine Perle gesetzt. Die Abstände sind zwar recht groß, aber es ist wirklich jede Masche. Es ist einfach nur, weil das so wahnsinnig locker gestrickt ist, dass da so große Lücken sind. So, und dann hatte ich an einem Ende Perlen und dachte, eigentlich schade, dass am anderen Ende nichts ist. Aber nachträglich auf die Schlagskante jetzt was aufnähen, das ist natürlich auch nicht so meins gewesen. Aber dann bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte ja was durchziehen. Und dann habe ich eine Häkelschnur gehäkelt und habe in jede Masche, in jede Luftmasche eine Perle reingehäkelt. Und dann habe ich diese Schnur an dem oberen Ende einfach durch die Maschen durchgezogen. Und das heißt, ich kann das jetzt so weit haben, kann das so wie eben über die Schultern ziehen. Ist es weit genug, dass ich es doppelt machen kann? Ich kann es auch doppelt machen und zum Teil über den Kopf ziehen, dass es aussieht wie eine Mütze. Aber was ich auch machen kann, dadurch, dass ich jetzt diese Schnur hier drin habe, ich kann an der Schnur ziehen und kann eine Kante sehr viel enger machen als die andere. Und dann kann ich mir die eine Kante hier so drunter ziehen und kann hier jetzt so eng ziehen, wie ich möchte. Und im Prinzip habe ich jetzt einen kleinen Poncho. Und die Idee hat mir super gut gefallen. Und dadurch habe ich jetzt an beiden Kanten eben die Perlchen. Es rollt sich manchmal ein bisschen ein, dann sieht man sie nicht so. Aber wenn, ne, wenn es jetzt hier so hängt, dann sieht man die ganz gut. Und man sieht hier oben die Schnur und die Perlchen. Und dann hat man so einen wunderschönen kleinen Poncho. Und das finde ich super praktisch. Und ja, hat mir viel Spaß gemacht, das mit dieser Schnur zu machen. Der Nachteil, wenn man jetzt extrem locker strickt mit einer sehr, sehr weichen Wolle, ist, dass es dann pillt wie verrückt. Also ich habe das Ding schon etliche Jahre, ich weiß nicht mehr genau wie viele. Meine Schwester trägt ja ihre Sachen bei Ravelry nicht ein, deshalb weiß ich es nicht genau. Aber es ist schon eine ganze Weile her. Ich habe es schon ziemlich oft getragen, weil ich das einfach total mag. Es ist warm und weich und gemütlich und super neutral in dem schwarzen Garn. Und deshalb sieht man das eben. Aber ich finde das nach wie vor, ich sage das immer wieder, es stört mich nicht. Wenn man ganz genau hinguckt, fällt es ziemlich auf. Wenn man nicht genau hinguckt, fällt es überhaupt nicht auf. Und es ist einfach der Preis, den man zahlt, wenn was weich und kuschelig ist, dass es eben dadurch leichter pillt. Das liegt in der Natur der Sache und ich finde das absolut okay. Und deshalb trage ich das auch weiterhin, solange es nicht auseinanderfällt, werde ich das noch tragen. Genau, der Pulli, den ich anhabe, das war ein Wolle Rödel Pflichtmodell, das heißt, das kam damals ins Schaufenster. Im Schaufenster mussten die Modelle immer genauso aussehen wie im Prospekt, damit für die Kunden das eben wiederzuerkennen war und dass sie, wenn sie im Schaufenster was gesehen haben, was sie nachstricken wollten, dass wir eben das Prospekt mit den passenden Anleitungen da hatten. Und das heißt, ich hatte keinerlei Mitspracherecht, was die Farbauswahl und auch die Farbreihenfolge betraf. Das Einzige, was ich entscheiden konnte, ist die Größe. Dadurch passen mir die Ärmel. Hätte ich nach Anleitung gestrickt, wären sie zu lang. Und auch sonst habe ich den Pulli eben so gestrickt, dass er mir passt. Ich war nicht super begeistert von der Farbkombination und Auswahl.
Es sind natürlich Farben drin, die ich mag. Also hier unten der Ärmel und auch das Schwarz und Rot mag ich natürlich total gern. Grün muss nicht unbedingt sein. Beige ist auch nicht so meins. Auf so ein Senfgelb, vor allem direkt neben Rosa, hätte ich gut verzichten können. Aber andererseits, ich habe mich daran gewöhnt, wie der Pulli aussieht. Er ist aus der Sienna gestrickt. Das ist die reine Merino-Wolle, die es bei Wolle Rödel gab. Die gibt es auch jetzt bei Idee Kreativ, bei Rico immer noch. Das ist eine wunderschöne Merino-Wolle. Und ich muss sagen, dafür, dass ich den jetzt seit 10 Jahren immer mal wieder trage, sieht er wirklich noch top aus. Ich habe so ein paar Fussels, die gepillt haben, habe ich abgemacht. Aber da merkt man eben, das ist deutlich fester gedreht als das Alpaka. Es ist eben auch Schafwolle und nicht Alpaka. Und ja, also es ist nicht mein Lieblingspulli, dadurch habe ich ihn nicht ständig an. Aber ich ziehe ihn doch immer wieder an. Ich glaube, ich habe ihn jetzt hier im Video auch zum zweiten Mal an. Und da merkt man, wie sehr sich das lohnt, wenn man sich was selber strickt und ein gutes Material nimmt und es so strickt, dass es einem wirklich passt. Im besten Falle natürlich auch noch mit Farben, die einem richtig gut gefallen. Dann wäre es wahrscheinlich ein totales Lieblingsstück und ich würde es ständig tragen. Aber dann kann man das eben auch locker 10 Jahre und länger tragen. Das finde ich sehr, sehr praktisch und natürlich auch viel nachhaltiger als dieses Jahr kaufen, nächstes Jahr wegwerfen oder so. Ne? Das machen wir Stricker ja sowieso nicht. So, das ist das, was ich anhab. Dann zu den fertigen Projekten. Da habe ich diese Woche eine ganze Menge mitgebracht. Zum einen ist es ja auch 2 Wochen her, dass ich eine reguläre Folge gedreht habe. Plus das eine fertige Projekt zeige ich jetzt schon zum zweiten Mal. Und zwar ist das, ihr werdet es schon erraten haben, der kleine Wichtel für meine Schwester. Das ist die Anleitung No Pun Intended. Ich weiß nicht genau, wie sie auf Deutsch heißt. Und den hatte ich ja im Rahmen des Jahr der Wichtel als Novemberwichtel gestrickt und hatte meiner Schwester gesagt, sie kann ihn dann haben. Es ist im Prinzip Teil ihres Geburtstagsgeschenks. Und dann hatte ich aber unten nichts reingetan und er war nicht stehfähig. Und dann hatte ich gesagt, ich mache es unten nochmal auf. Und dann hatte ich auf ihren Wunsch hin auch ein Stück aufgetrennt vom Körper, habe dann den unteren Teil nochmal gestrickt. Und ich habe jetzt unten was reingetan, aber nicht wie sonst oft ein Stein, sondern ich habe ein Stück Keramik reingepackt. Meine Schwester macht manchmal so kleine runde Handschmeichler und der passte jetzt von der Größe genau hier rein. Und ich habe sie gefragt, ob das okay ist, weil man ihn ja dann nicht mehr sieht, aber sie fand es ganz super, dass ihr Wichtel jetzt ein Stück von ihrer Keramik unten als Stehhilfe drin hat. Und jetzt ist der also nochmal fertig, ist eine Nummer kleiner. Und sie ist sehr, sehr zufrieden und freut sich darauf, dass der nächstes Jahr dann bei ihr einziehen darf. Dieses Jahr brauche ich ihn noch, weil ich am Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres noch ein Gruppenbild machen möchte mit meinen ganzen Jahreswichteln. Und genau, wenn ich das dann gemacht habe, dann darf der zusammen mit noch mindestens einem anderen Wichtel bei ihr einziehen. Irgendwelche von dem Januar bis März Wichtel, da war auch mindestens einer dabei, der ihr gefällt. Wahrscheinlich der kleinste davon. Genau, und dann dürfen die umziehen. So, das war fertiges Projekt Nummer 1, was ihr schon kanntet. Jetzt kommen zwei, die ihr auch schon kennt und eins, was ihr noch nicht kennt. Ich habe 3 neue Projekte diese Woche und eins davon ist schon fertig. So, fertiges Projekt Nummer 2 sind die Handschuhe, die fingerlosen Handschuhe aus dem Buch ist, nee, Quatsch. Lettisch. Lettisch Stricken heißt, glaube ich, das Buch. Und da war ich ja letztes Mal schon fast fertig gewesen. Da fehlte nur ein Daumen. Den Daumen habe ich jetzt und ich bin super, super begeistert. Ich habe lang hin und her überlegt, wem ich die Handschuhe vielleicht gebe, aber im Moment neige ich doch dazu, sie einfach zu behalten, da sie mir sehr gut gefallen. Sie sind ein bisschen groß, aber das stört ja nicht. Die Finger sind trotzdem warm. Und gerade weil sie so groß sind, könnte ich theoretisch sogar ein anderes Paar Handschuhe drunter ziehen und die noch drüber ziehen. Also von daher bleiben die jetzt erstmal doch bei mir. Und ich freue mich an den Farben und dem Muster. Und ja, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich die nächsten Handschuhe bzw. Stulpen, ob ich jetzt wieder aus dem Buch stricke oder doch erstmal aus dem Tin Can Knits Buch. Lazy Sundays, das ist ja ein E-Book, was ich mir gekauft habe. Faule Sonntage. Und da ist auch ein paar fingerlose Handschuhe drin, die ich gerne stricken möchte. Naja, eins von beiden oder eins nach dem anderen. Mal gucken. Hoffentlich nicht beide gleichzeitig.
Genau, und aus dem gleichen E-Book stammt die Mütze Westerly, die ich letztes Mal als angefangenes Projekt gezeigt habe. Da gibt es diese zwei verschiedenen Zopfmuster, die hochlaufen. Und ich finde es auch ganz schön, wie die dann oben in den Abnahmen, in die Abnahmen reinlaufen. Und wie schon erwartet, ist es jetzt ein bisschen eine kleinere Größe geworden, also keine Männergröße, sondern eher eine kleine Erwachsenengröße oder eine große Kindergröße. Und da muss ich jetzt mal gucken, wen ich finde, dem die Mütze passt und gefällt. Da wird sich bestimmt jemand finden. Genau, die ist fertig geworden und dann habe ich gleich die nächste Mütze angeschlagen, weil ich ja eigentlich den Plan hatte, mehr Männermützen zu machen. Und da habe ich den Rest von meinem Opal-Sockenpaar mit dem Zickzackmuster. Da hatte ich ja so eine ganz bunte Wolle mit einer ganz dunklen Wolle im Wechsel gestrickt. Und dann habe ich den Rest von dieser dunklen Wolle genommen und habe die mit Anthrazit gedoppelt. Also ich habe die Mütze dann mit doppelten Faden gestrickt. Einmal diese Regenwaldfarbe und einmal Anthrazit. Und die habe ich jetzt ohne Anleitung gestrickt. Ich habe einfach 92 Maschen angeschlagen. Ich glaube, eine Vierer Nadel. Und nach dem Bündchen dann glatt hochgestrickt. Habe dann oben so eine relativ einfache, regelmäßige Abnahme gemacht. Und dadurch hatte ich die recht schnell fertig. Und jetzt habe ich tatsächlich eine Männermütze geschafft. Das ist also eine große Erwachsenenmütze. Und ja, jetzt plane ich schon gleich die nächste. Und zwar möchte ich auch von Tin Can Knits die Snap-Mütze stricken. Das ist eine Anleitung, die ich schon mal gestrickt habe. Damals in ganz fröhlich bunt mit Orange und verschiedenen Farben. Und die möchte ich jetzt in diesen ganzen dunklen Wollresten, die ich von Opal habe, stricken. Und dass das dann auch wieder eine Männerversion wird. Und damals hatte ich auch eine kleine Größe gestrickt. Ich weiß gar nicht mehr welche, aber es war auf jeden Fall eine Kindermütze bei rausgekommen. Und diesmal will ich die größte Größe stricken, damit hoffentlich wieder eine Männermütze bei rauskommt. Ja, das war das. Und dann das letzte fertige Projekt ist jetzt kein richtig echtes Projekt von mir. Und zwar habe ich ja schon, hatte ich glaube ich zweimal erzählt, dass ich für meine Schwester, ein oder zwei, weiß ich nicht, egal. Auf jeden Fall hat meine Schwester letztes Jahr sich eine Decke angefangen zu stricken, die aus 4 Quadraten bestehen sollte. Zwei hat sie letztes Jahr gestrickt und dieses Jahr konnte sie eben die anderen zwei nicht stricken und dann hat eine Freundin von uns 1 Quadrat gestrickt und ich hatte mich angeboten, das vierte Quadrat zu stricken und dann hatte ich auch das angefangen zu stricken, dann habe ich es aber weitergegeben, weil andere dran stricken wollten und dann haben letztendlich mehrere Leute an dem Quadrat gestrickt, aber ich habe dann das wieder zu Ende gestrickt. Ich weiß jetzt nicht, welches ist, aber das ist eins der Quadrate. Das ist ein weiteres. Und dann gibt es noch dieses Quadrat und dieses Quadrat. Und ich habe sie dann alle zusammengenäht. Das ist also auch wieder mein Beitrag zu diesem Projekt. Und es ist so zusammengenäht, dass die hellen Teile alle in die Mitte zeigen. Und die dunklen Teile der Decke sitzen außen an den Ecken. Und genau, jetzt ist die Decke im Prinzip fertig. Das Muster ist im Prinzip wie bei der dicken Decke, die ich ja auch gestrickt habe. Also ganz einfach von Ecke zu Ecke und dann zusammengenäht. Genau, und wir haben diese Decke auch in dem gemeinsamen Video gezeigt, was meine Schwester und ich jetzt schon zusammen aufgenommen haben. Aber das wird so wie das unsere Tradition ist, dann zwischen Weihnachten und Silvester veröffentlicht werden. Also damit ich mir da eine Woche, dass ich eine Woche Pause machen kann, könnt ihr euch dann das gemeinsame Video angucken und da wird die Decke dann nochmal auftauchen. Und noch ganz kurzes Wort zur Anleitung. Die Anleitung, wie gesagt, dicke Decke, die gab es früher kostenlos auf Ravelry. Da ist die Anleitung rausgenommen worden. Aber wenn man die Worte dicke Decke stricken in irgendeiner Suchmaschine im Internet eingibt, dann kommt man recht unkompliziert zu dem Blog-Eintrag, den sie damals geschrieben hat. Und da kann man also auch die Anleitung finden. Ich kriege immer wieder Anfragen, wenn Anleitungen auf Ravelry nicht mehr da sind oder die Leute die Links unter dem Video nicht finden. Und das kostet mich dann halt schon auch Zeit, immer zu antworten, dann immer wieder die Seite rauszusuchen und zu kopieren und so. Von daher, also mit einer Internetsuche findet man schon viel, auf Ravelry findet man in der Regel noch viel mehr. Genau, nur so als Hinweis. Ja, das waren dann die fertigen Projekte. Dann weiter mit den Sachen, die noch in Arbeit sind. Da fange ich mit den Socken wie immer an. Da habe ich bei seiner Socke aus dieser Schafpatenfarbe fast den Schaft fertig.
Das sind die Treppenviertelsocken von Nicolor, von Nicola Susen. Wunderschöne Anleitung. Ich hatte letztes Mal so ein bisschen die Sorge geäußert, dass die zu groß werden. Ich denke auch, dass sie gut geräumig sind, aber ich glaube nicht, dass sie zu groß sind. Ich denke nicht, dass die rutschen oder vom Fuß fallen. Und deshalb habe ich entschieden, so weiter zu stricken, wie ich angefangen habe. Und bei dem Muster gehen ja die senkrechten Streifen dann in diese waagrechten über. Und wie gesagt, damit bin ich jetzt fast fertig. Noch 3 Runden und dann kann ich mit der Ferse anfangen. Und da muss ich jetzt auch Gas geben, dass ich die dann auch vor Weihnachten noch rechtzeitig verschicken kann. Die nächste Socke hat eigentlich keine Priorität, macht mir aber wahnsinnig viel Spaß. Das ist mein bunter Kniestrumpf aus dem zweiten Band von dem Statement Stricken, Stricken mit Farbe und Fantasie. Und da ist das ja einfach eine Grundanleitung und man kann sich die Muster selber zusammenstellen. Ich habe 4 oder 5 verschiedene Wollreste benutzt und genau. Und da habe ich jetzt das Glitzergarn noch in dieses Muster reingestrickt und witzigerweise war genau hier der Farbwechsel, das hatte ich überhaupt nicht geplant oder darauf geachtet, das hat sich einfach ergeben. Und dann habe ich hier oben nochmal die Farbe von hier unten wiederholt. Und der Kniestrumpf ist ein bisschen eng, das heißt, das Muster sieht dann an meinem Bein nicht ganz so elegant aus, aber macht nichts. Ich passe immerhin rein und deshalb hatte ich keine Lust, es nochmal aufzumachen. So viel ist von meinem Rest übrig, aber ich habe noch einen Knäuel in der Farbe, das macht also nichts. Und ich habe jetzt mit dem Bündchen angefangen. Ich habe vor dem Bündchen auch ein paar Maschen abgenommen. Und will jetzt ein relativ hohes Bündchen stricken, damit ich das entweder umschlagen kann, dass es unter dem Knie doppelt sitzt. Oder ich könnte es dann, wenn ich sitze, zum Beispiel auch über das Knie ziehen, dass es da noch ein bisschen wärmer wird. Genau. Wie gesagt, nicht unbedingt eine Priorität, macht aber viel Spaß. Und ich freue mich schon auf den zweiten, weil ich ja dann komplett andere Muster aussuchen will. Das wird lustig. So, nächstes Paar Socken sind die Island-Socken aus dem Island-Sockenbuch. Und erste Socke war fertig. Die zweite Socke ist fertig, außer der Ferse, der nachträglichen. Und ich habe die Socke extra nochmal mitgebracht, weil es einfach so lustig ist, wie unterschiedlich das aussieht. Also wie sehr das Muster zusammenzieht, wie sehr man das aber in die Weite ziehen kann. Und genau. Und da habe ich ja jetzt einfach zu Ende gestrickt, weil ich ja schon wusste, wie viel Reihen der Fuß haben wird. Und jetzt muss ich nur den Faden rausruckeln, die Maschen auffangen und die Ferse stricken. Und dann ist das Paar hoffentlich bald fertig. So, und das letzte Paar Socken, das hätte ich am liebsten auch schon vorgestern fertig gehabt. Das sind die Geburtstagssocken für meine Schwester, die Filmsocken, die Filmreel Socks. Und da habe ich 2 Filmstreifen geschafft. Wunderschöne helle Filme. Ich habe einen Kontrastfaden eingestrickt für die nachträgliche Ferse. Und jetzt kann ich aber fröhlich den Fuß fertig stricken und dann auch zum Schluss die Ferse stricken. Die Farbe ist aus der Serie Cats and Dogs von Opal. Sehr, sehr schöne Farbe. So, das waren die Socken. Und dann kommen wir jetzt zum zweiten neuen Projekt. Das eine neue Projekt war ja die Mütze, die schon fertig ist. Hatte ich glaube ich schon gesagt, ne, dass ich 3 neue habe. Genau. Und das wird jetzt auch nicht sehr verwundern, dass das nächste Projekt nämlich ein neuer Wichtel ist. Sarah Shearer hat ja dieses Jahr zum Jahr der Wichtel ernannt. Und man kann an so einem Gewinnspiel teilnehmen, wenn man in jedem Monat, in dem man einen Wichtel strickt, kann man da teilnehmen. Und ich habe brav jeden Monat einen Wichtel gestrickt, einfach weil es mir auch so Spaß macht. Und jetzt im Dezember gibt es wieder ein Geheimniswichtel. Das heißt, wir wissen, wir stricken einen Wichtel, aber es weiß noch keiner, wie er aussehen wird. Und man hat aber vorab immer ja schon einige Informationen, zum Beispiel, wie viel Farben man braucht. Und dieses Mal hat sie gesagt, dass wir 5 Farben brauchen. Das ist für einen Wichtel echt viel. Die meisten Wichtel brauchen 2, 3 oder 4 Farben bis jetzt. Ich glaube, es ist der erste mit 5 Farben. Und sie gibt dann immer so ein paar Tipps, auf was man achten soll bei der Farbauswahl. Und bei diesem Wichtel waren die Tipps folgende. Und zwar sollte die Farbe 1 sollte die Lieblingsfarbe sein. Da habe ich mich für dieses Blau aus der Beauty-Serie entschieden von Opal. Das ist die Wolle, die mit diesem Edelweißextrakt und Vitamin E, die ist dadurch ein bisschen weicher und pflegt die Haut. Beim Wichtel nicht wirklich so wichtig, aber da das ja Reste sind, darf auch der Wichtel ein bisschen weich und pflegend sein. Das ist also meine Farbe 1. Als Farbe 2 habe ich mir das überlegt. Das ist die Farbe von der Mütze in diesem Wichtel und auch die Farbe in meinem Wichtelpullover und Mütze und so weiter. Und eben auch aus der Beauty-Serie. Und
Dann hat sie gesagt, dass die Farbe 2 und 3 sehr kontrastreich sein soll. Und da habe ich entschieden, ich nehme ein einfarbiges Dunkelblau, weil ich dann auf jeden Fall einen sehr guten Kontrast zu diesem bunten Garn habe. Farbe 4 hat sie dann gesagt, kann man machen, was man will. Da habe ich mir dann überlegt, dass ich diesen Rest nehme. Das war mal die Opal mit Seide. Und ich dachte, das passt sehr gut zu dieser Farbe. Und dann greife ich das noch mal ein bisschen auf. Dann habe ich jetzt immer im Wechsel Blau und Pink oder Beere oder sowas und dann wieder Blau und Beere. Und die letzte Farbe, die Farbe 5, das ist die, die man üblicherweise für den, also das ist in diesem Fall die Bart- und eventuell Nase- und Handfarbe. Da nimmt man üblicherweise Weiß, aber ich hatte noch diesen Rest von Wolldackel mit Grundfarbe Weiß und so ein bisschen Türkis und Blau drin. Und ich dachte, das fängt dann schön wieder das Türkis von hier vorne auf und es passt auch zu dem Blau in der Mitte. Und ich dachte, das ist eine ganz schöne Kombination. Und dann kam am 1. Dezember der erste Hinweis. Und jetzt müssen die, die es noch nicht gestrickt haben und das noch nicht wissen wollen, weggucken. Das war nämlich am 1. Dezember der erste Hinweis. Ich sage jetzt nicht, was es ist, aber ich denke, es ist ganz gut zu erkennen, vor allem, wenn ich das so halte. Und ich könnte es auch so halten. Ich denke, dann ist völlig klar, was es ist. Genau, und da kamen jetzt 4 der 5 Farben schon vor. Das fand ich auch sehr schön. Dann konnte man von jedem schon mal ein bisschen was probieren und auch so die Kombination sehen. Das fand ich sehr lustig. Und dann am 3. Dezember gab es den nächsten Strickhinweis, den zeige ich jetzt. Und da brauchte man die Farben 2 und 3. Und da sieht man auch, warum die den Kontrast haben sollen. Und meine Farbe 2 ist ja nun bunt. Und ich fand es ganz lustig, dass sich hier dann auch so Streifen gebildet haben. Und ja, das hat auch Spaß gemacht zu stricken, finde ich auch sehr, sehr lustig. Und also ich denke, das wird ganz, ganz lustig. Am 2. und am, ich habe es aus dem Bild genommen, also wer weggeguckt hat, kann wieder hingucken. Am 2. und 4. Dezember gab es einen Teil der Geschichte. Es gibt ja im Dezember immer eine Geschichte auch für unsere Wichtel. Und da spielt auch der Wichtel vom letzten Jahr wieder eine Rolle. Das ist ganz süß. Genau, und heute habe ich die E-Mail noch nicht bekommen. Bin ich gespannt, was da als nächstes kommt. Ja, das war der Wichtel. Dann kommen wir jetzt zum Thema Schals und Tücher. Ich habe an dem Baltic Summer Tuch, was ich im Rahmen der Musterschlacht stricke, mit der Opal-Abo-Farbe, da bin ich irgendwie nicht dazu gekommen. Aber ich habe an beiden meinen Romy-Schals weitergestrickt. Beide Tücher, die ich jetzt zeige, sind von Romy Hill designed. Und die erste Anleitung heißt Chevrioni und die stricke ich aus diesem Farbverlaufsknäuel aus Merino-Wolle. Und das hat ja diese ganzen vielen Perlchen auch im Design, also das macht auch Spaß, aber es hält auch auf. Das letzte Mal, als ich das Tuch gezeigt habe, war ich noch am Ende dieser Perlenreihe gewesen. Ich habe also einen kompletten Mustersatz geschafft, inklusive Perlenreihe. Und ich bin jetzt kurz vor dem nächsten Farbübergang und die Farbwechsel bei dieser Wolle sind sehr logisch aufgebaut, sage ich mal. Hier fing es an mit dreimal hellblau, dann hatte man zwei hellblau, ein mittelblau, dann zwei mittelblau, ein hellblau. Und jetzt, ich habe es nicht mehr geschafft reinzustricken, aber hier ist jetzt der Wechsel zu dreimal mittelblau. Und dann geht es dann wahrscheinlich auch in den gleichen Schritten dann von mittelblau zu dunkelblau und dann noch zu ganz dunkelblau. Lauter Blautöne, aber sehr, sehr schön. Ich habe auch, da das doch sehr viel mehr Perlen sind, als ich ursprünglich irgendwie so gedacht habe, habe ich jetzt auch von den Perlen schon verschiedene Farben drin. Also ich hatte mit so einem ganz hellen Blau, hellblauen Perlen angefangen. Dann hatte ich hier Perlen drin, die sind ein kleines bisschen dunkler. Dann hatte ich wieder dreimal die hellen. Und hier habe ich dann schon einmal eine Reihe mit noch dunkleren blauen Perlen drin. Jetzt habe ich wieder die hellen. Ich mache die nächste Reihe auch noch hellblau. Und dann würde ich wieder eine von den dunkleren nehmen. Und dann, ja, im Moment bin ich nicht sicher, ob die Perlen, die ich habe, überhaupt reichen. Aber ich denke, da ich schon jetzt 3 verschiedene Farben drin habe, kann ich auch dann nochmal andere Perlen. Also da habe ich relativ gute Chancen, schätze ich, dass ich mindestens eine der Farben wieder kriege. Und selbst wenn nicht, noch eine weitere Farbe Perlen macht auch nichts. Zumal die ja auch so ähnlich sind wie die Wolle, dass die eh nicht so ins Auge fallen und dann fällt, glaube ich, auch eine Farbänderung nicht so auf. Genau, das andere Romy-Tuch, was ich stricke, ist das High Sierra-Tuch. Das ist ein Teil, oder das gibt es im,
als Teil einer eines Craftsy-Kurses. Und genau, das ist so modular aufgebaut. Es gibt 5 verschiedene Lochmuster, die ich schon alle jetzt fertig habe. Und jetzt kommen nur noch die Streifen am Rand. Und da wird jetzt schwarz und rot noch 2-mal wiederholt, sodass es dann 4 schwarze Streifen in dem roten sind. Und danach wird dann nur noch in schwarz angestrickt. Und ja, das ist jetzt nichts Kompliziertes mehr, aber es ist halt relativ viel Arbeit. Dadurch, dass die Reihen ja jetzt doch recht lang sind. Ups, da hängt der Faden dran. Ne? Genau, also das sind schon eine ganze, ganze Menge Reihen, Maschen pro Reihe. Und deshalb dauert das jetzt eine ganze Weile, auch wenn ich mich nicht mehr so konzentrieren muss. So, das war das. Ah, und dann kommen wir jetzt bei dem Thema noch zu meinem dritten Neuanschlag. Und zwar hat sich meine Schwiegeroma einen Steckschal gewünscht. In der Gruppe, wo sie hingeht, da gibt es jemanden, die jetzt für verschiedene Leute solche Steckschals gestrickt hat. Und sie hat sich gedacht, sie hätte auch gerne einen und wollte den aber nicht bei dieser Dame wünschen, weil sie sich gedacht hat, sie hat doch mich in der Familie und das geht doch nicht, dass sie sich dann woanders was stricken lässt. Und das fand ich total süß. Und natürlich habe ich ihr versprochen, dass ich ihr so einen Schal stricke. Und für die, die das nicht kennen, ich wusste, dass ich in diesem Buch, das große Regia-Buch, das kam, ich glaube, zum 60-jährigen Jubiläum der Regia-Wolle kam das Buch raus. Und da sind richtig schöne Sachen drin. Und im ersten Teil des Buches haben sie alte Anleitungen genommen und haben die modern interpretiert. Also bei diesem Modell hat sich nicht wirklich viel verändert, denke ich mal, außer vielleicht die Wolle und die Farbe. Aber das ist eben so ein Steckschal. Also dieses Stück ist doppelt gestrickt, sodass man dieses Ende da durchziehen kann. Und durch dieses Durchziehen sitzt es eben gut und sicher und sieht auch noch ein bisschen dekorativ aus. Und das stricke ich jetzt für meine Schwiegeroma. Aber jetzt, wo ich das Buch schon in der Hand habe, wollte ich nur ganz gut zeigen, bei dem Modell kann man das noch ein bisschen besser sehen, wie der Unterschied ist zwischen diesem alten Modell, was es mal als Anleitung gab, und dem neuen, wo man eben jetzt nicht mehr verschiedene Farben selber wechseln muss, sondern einfach ein buntes Garn nehmen kann. Und dann, genau, das hochgezogene Bündchen ist tatsächlich bei dem alten Modell auch, wenn man es nicht ganz so gut sieht. Also das fand ich eine super Idee und hinten sind dann auch nochmal andere Sachen drin. Also das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Buch. Und genau, und ich stricke jetzt den Steckschal aus der Alpaka-Sockenwolle von Hansa Farm. Im Buch wird, glaube ich, die Regia mit Seide genommen. Die ist bestimmt auch schön weich. Aber ich finde, es geht nichts, also an Sockenwolle ist nichts weicher als das Alpaka-Sockengarn von Hansa Farm. Und so weit bin ich jetzt schon. Also hier unten ist dieses eine Ende, was dann wie so ein Blatt, sage ich mal, rausguckt und dekorativ ist. Und das ist dieses Stück, was jetzt doppelt gestrickt ist. Da habe ich einen Teil der Maschen vorne gestrickt, einen Teil der Maschen hinten. Und da kann man dann nachher das zweite Ende durchziehen. Und jetzt bin ich an diesem Schalstück, was dann so um den Hals rumliegt. Und ja, und dann hoffe ich, dass meine Schwiegeroma damit zufrieden ist und dass es ihr gefällt. So, und dann kommen wir zum Thema Decken. Ich habe die Talavera Decke nicht mitgebracht, weil ich da nur ganz paar Maschen dran gehäkelt habe. Also da ist im Prinzip kein Unterschied zu sehen. Ich bin immer noch an der gleichen Runde, wie ich letztes Mal war. Deshalb zeige ich die jetzt nicht. Aber ich habe an der Memories Decke wieder weiter gestrickt. Die hatte ich ja letztes Mal auch gezeigt. Und dadurch, dass ich jetzt die Größe entschieden habe und wieder dran gearbeitet habe, bin ich wieder neu motiviert. Die Anleitung ist im Prinzip die Anleitung Coziest Memories Blanket, aber ich glaube, es gibt auf Deutsch auch sowas wie eine Schulzdecke oder so, also das, die Anleitung findet man. Ich habe dann entschieden, immer die ersten 2 Reihen in Schwarz zu stricken, damit das so ein bisschen die bunten Farben so abgegrenzt sind. Und ich hatte ja letztes Mal die eine Kante fertig gestrickt und habe jetzt an der anderen Kante angefangen und habe die gelbe Aniwaniwa handgefärbte Wolle von Woldackel ein Quadrat gestrickt. Da hatte ich ja die Mütze letztes Mal als fertiges Projekt gezeigt. Und die 2 Quadrate sind jetzt aus der Wolle gestrickt, die ich für die Handschuhe benutzt habe. Und das ist im Prinzip mein Grundgedanke gewesen, als ich damals die Decke angefangen habe, dass ich immer, wenn ich ein Projekt fertig mache, dass ich dann sozusagen möglichst zeitnah hingehe und die passenden Quadrate in die Decke stricke. Also hier sieht man das Projekt,
wo die beiden Farben zusammen verwurstelt sind. Und dann jetzt die Farben einzeln in der Decke. Und auch die Mütze hatte ich ja gerade erst fertig gemacht. Also bei den dreien hat das jetzt super geklappt. Und wenn es bei anderen Projekten nicht klappt, ist auch nicht schlimm. Aber ich freue mich, dass die jetzt wächst und dass ich damit jetzt auch ein Ziel habe, wie groß die werden soll. Genau, ich habe nämlich entschieden, ich bleibe jetzt bei 10 Quadrate Breite und mache dann 15 Quadrate Länge. Das ist mein momentaner Plan, es sei denn, ich ändere meine Meinung noch, während ich am Stricken bin. Aber das werden wir sehen. Und jetzt kommen wir zu den Knit-Alongs. Und da muss ich gestehen, dass ich immer noch kein Quadrat für Viva Vittoria angefangen habe. Ich habe schon die Wolle rausgelegt, ich habe mir schon überlegt, welches Muster ich machen will. Ich muss es aber nochmal nachgucken, weil ich das nicht im Kopf hatte und dann habe ich es irgendwie einfach nicht geschafft. Aber ich werde mich jetzt ganz bald dran setzen. Ich habe jetzt gehört, dass es im Moment ganz wenige neue Quadrate in Darmstadt gibt und dass es deshalb auch im Dezember keine Termine zum Zusammennähen gibt. Kleiner Hinweis, falls ihr fertige Quadrate zu Hause habt, schickt die möglichst bald los, damit es nicht im Januar und Februar dann zu viel wird. Falls ihr keine liegen habt, vielleicht strickt da noch ein paar, damit es im Januar überhaupt was zu tun gibt. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Nur ich denke, dass was ich sagen kann, ist, wenn ihr schon fertige habt, dann möglichst bald abschicken, damit dort eben wieder genäht werden kann. Ja, das ist der eine Knit-Along. Und der andere Knit-Along mit unseren I-Cord-Modellen, also Strickschnur-Modellen, da habe ich ja diesen Schal angefangen aus der Schafpate 6-fach. Und da habe ich einfach ein Stückchen weiter gestrickt. Ich habe ja die Maschen mit dieser Strickschnur angeschlagen, habe die Strickschnur dann rechts und links als Randmaschen laufen und ansonsten stricke ich ganz einfach patent. Und ja, das ist auch so ein ganz unkompliziertes Muster letztendlich, was man jederzeit ein paar Maschen weiter stricken kann. Und mal gucken, wie lange ich brauche, bis ich den Schal auf eine vernünftige Länge gebracht habe. Ja, das war fast alles, was ich in den letzten 2 Wochen gestrickt und gehäkelt habe. Ich sage fast, weil ich ein kleines Geheimnisprojekt angefangen habe. Das mache ich ja recht selten, aber jetzt vor Weihnachten gibt es halt doch mal einen Grund, das zu tun. Und meine Überlegung ist, dass ich das jetzt heimlich vor mich hinstricke und dann in der letzten Folge vor Weihnachten werde ich es euch zeigen. Und diejenigen, die das bekommen, kriegen die Order, dass sie vor Weihnachten die letzte Folge nicht gucken dürfen, bis Weihnachten vorbei ist. Dann kann ich das hier zeigen und kann es trotzdem zu Weihnachten verschenken. Ist auch nur ein kleines Projekt, aber ich dachte, das erlaube ich mir jetzt mal. Genau, aber ansonsten habt ihr alles gesehen, was ich in den letzten 2 Wochen gestrickt und gehäkelt habe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!